Wie versprochen, geht es jetzt weiter mit der sozial-emotionalen Entwicklung Psychodynamik. Lea ist für die meisten Kinder ein gern gewählter Spielpartner. Meist entwickelt sie Rollenspiele, die auch für andere Kinder interessant sind. Durch ihre empathische Art animiert sie auch die jüngeren Kinder dazu, sich zu beschäftigen. Sie lehnt kaum Beschäftigungsangebote von anderen Kindern ab, es sei denn, sie hat zu dieser Zeit etwas anderes geplant oder wie nur selten keine Lust. Was haben wir hier wieder? Mir wurde vorgeworfen, also deswegen wurde sie auch weggenommen. Warte mal. Ich hätte sie verwahrlosen lassen und sie wäre emotional krank. Jetzt muss ich mal fragen. Ist das bei einem Kind, das sich so verhält, kann das der Fall sein? Es ist unmöglich, dass sich ein solches Kind, wenn es emotional verwahrlost gewesen wäre, ein gern gewählter Spielpartner wäre für andere Kinder. Oder dass sie viele Rollenspiele entwickelt und so weiter und die auch für andere Kinder interessiert sind und dass sie empathisch ist. Wie kann ein solches Kind Empathie entwickelt haben? Wäre das möglich gewesen, wenn nicht durch das, was sie in der Kindheit erlebt hat? Also am Anfang ihrer Kindheit. Ist das jemand aufgefallen? Bis jetzt noch nicht. Und dass sie kaum Beschäftigungsangebote von Kindern ablehnt, ist ja auch die Zuneigung gegeben, dass sie offen ist für andere Menschen und nicht verschlossen und dass ich sie im Keller eingesperrt hätte. Ja? Solch sowas wurde mir vorgeworfen. Würde ein Kind sich so verhalten, dass im Keller eingesperrt war? Jahrelang? Das wurde mir vorgeworfen, allen Ernstes. Von genau dieser Frau. Die ich um Hilfe gebeten hatte. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist daraus geworden. Ja, das war das Sozialbürgerhaus Leim, Schwanthaler Höhe in München. Das war die Frau Sophia Pfund. Jetzt machen wir mal weiter. Sie kann sich den anderen Kindern und Betreuern gegenüber meist öffnen und erzählt ihre Sorgen und Anliegen. Was ich nicht glaube. Zumindest nicht, was es die Eltern betrifft oder mich betrifft. Ich kann ja nicht für den Vater sprechen oder für die ganze Familie sozusagen. Zurzeit zieht sich Lea oft in ihr Zimmer zurück. Auf die Frage, warum sie nicht bei den anderen Kindern sein möchte, zuckt sie nur mit den Schultern. Ich kenne das Schulterzucken ganz gut. Ist das nicht wieder komisch? Also da steht ja, Lea würde sich den Betreuern öffnen und erzählt ihre Sorgen und Anliegen. Und im nächsten Satz steht, sie zieht sich oft in ihr Zimmer zurück und auf die Frage, warum sie nicht mit bei den anderen Kindern sein möchte, zuckt sie nur mit den Schultern. Also das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Fällt das jemand auf, der das liest? Bis jetzt hat sich keiner dazu geäußert. Also das, was da geschrieben ist, beißt sich. In einem Gespräch mit der Gruppenleitung und der stellvertretenden pädagogischen Leitung der Einrichtung äußerte sie, dass sie die derzeitige Situation mit ihren Eltern überfordert und sie sichtlich vom Verhalten dieser genervt ist. Darüber habe ich ja vorhin schon gesprochen. Über ihre Emotionen kann sie sich mittlerweile gut äußern, was ihr früher noch nicht so gut gelang. Sie beschäftigt sich auch außerhalb der Einrichtung gern mit ihren Schulfreundinnen. Auch ist ihr Benehmen ausgezeichnet und sie wird häufig zum Spielen oder auf Geburtstage von anderen Kindern eingeladen. Wieder! Kann ich hier lesen, dass mein Kind sich wirklich positiv anderen Kindern gegenüber verhält? Würde sie das machen können, wenn das, was mir vor 4 Jahren vorgeworfen wurde, tatsächlich echt gewesen wäre? Hier ist doch schon wieder ein Beweis nach dem anderen, dass das unmöglich, ich,
das gemacht haben kann, was mir vorgeworfen wurde. Denn sonst würde sie sich nicht so verhalten, wie sie sich verhält mit anderen Kindern. Als nächstes kommt im nächsten Video die kognitive Entwicklung.